Alter. genau. So. Verdammt, verdammt, verdammt. Jo, servus Leute zum weiteren Part Doki Doki Panic, unserem Super Mario Bros. 2 Abenteuer, unser Retro-Projekt, wie auch immer. Wir sind hier in der Welt 4. Genau, wir sind in Welt 4 und starten hier mal los. Level 4.1, ich bin gespannt. Bis jetzt waren die Änderungen, im Gegensatz zu Super Mario Bros. 2, hochinteressant. Ich finde sie nach wie vor interessant. Ups. So ein komischer Puschel. Ich hasse Puschel. Und der Fisch. Der Fisch von unten. Juti, die größte Änderung. Verdammt. Die größte Änderung. Verdammt. Die größte Änderung ist, dass ich down bin. Nein, die größte Änderung des Spiels, die durchgeführt wurde, ist wohl die Tatsache, dass wir mitten im Spiel nicht die Möglichkeit haben, den Charakter in irgendeiner Art und Weise zu ändern. Ups. Das heißt, ein einmal begonnenes Spiel mit verdammte Sau, lass mich jetzt in Ruhe da. Ein einmal begonnenes Spiel mit Charakter XY zwingt uns, diesen Charakter bis zum Schluss zu verwenden. Ob es uns passt oder nicht. So, Jungs, gib mal sterben. Na komm. Ey, die sterben nicht. Machen wir es ja so. Er respawnt. Genau. Verdammt. Er möchte nicht sterben. Er möchte nicht, hat er gesagt. Aber ich möchte ihn nicht bei mir haben. Ich möchte nicht. Genau, Alter. Leckt mich am Arsch. Verpisst euch. Das war knapp. Und natürlich gibt es hier keine... komm schon. Jawohl, es gibt hier gar nichts. Alter. Ist das hier ein mieser Abschnitt? Natürlich gibt es keine Energieverdoschten. Es gibt hier gar nichts. Außer diese komischen Eispuschel. Und wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, ich hasse Puschel. So. Oh, vielleicht kriegen wir jetzt was. Es macht immer so tut, tut, tut. Ah, hier ist ein Herzettel. Ein Herzettel von Doschen. Vielleicht kriegen wir die Münze da unten noch. Nein, kriegen wir nicht. Na gut. War mal wohl zu langsam. Komm, ist da auch eine Rakete? Tatsache. Die Rakete ist also nicht Mario-exklusiv. Interessant. So, jetzt kommen wir hier mit drei Energiecontainern zum Boss. Ach nee, hier Shy Guy auf Kugelwilli-Stationen, auf Fahrbahnen Kugelwilli-Stationen, die keine Kugelwillis schießen, sondern Feuerbälle. Genau, Alter. Geh weg, Alter. Boah, verdammt. Gehen die mir jetzt echt ein bisschen auf den Sack, Alter. Geh weg! Verdammt, und schon, ich muss nur eine Energie. Ungeil, ungeil. Ups. Gleich habe ich keine mehr, wenn die hier so weitermachen. Geh weg. Jokina! Hat er mich erschossen von hinten, die Sau. Ja, wir nähern uns den höheren Leveln. Und damit beginnt die Hardcore-Failerei. War zu erwarten. War zu erwarten. Ich habe mir auch vor kurzem noch das Let's Play angesehen. Das ziemlich aktuelle Let's Play. Verdammt. Vom Drake. Sein Super Mario Bros. 2 Let's Play. Ganz interessant. Ich bin ja gespannt, wie das Ende hier im Original sein wird. Weil in Super Mario Bros. 2 geht es ja darum, dass Mario nur träumt. Bin ich gespannt, wie sie es hier umsetzen. Wir sind durch. Eins haben wir bekommen. Nochmal eins. Verdammt. Jetzt mal nix.
wieder nix. Oh. Nix. Eins. Immerhin drei Ups. Ja, besser wie nix. Die Ups werden wir brauchen, Leute. Die Ups werden wir brauchen. Ich bin gespannt, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir in diesem Spiel hier Game Over gehen. Ob es dann von vorne beginnt. Aber da wir hier im Original Eisscheiß sind, was ganz passend ist. New Super Mario Bros. Wii bin ich momentan im Eisscheiß. Und hier ist wo Mario Bros. 2 bzw. Doki Doki Panic bin ich hier im Eisscheiß. Und wer meinen Kanal regelmäßig verfolgt, der weiß, wie sehr der Dosch den Eisscheiß liebt, nämlich gar nicht. Ich hasse Eislevel, ich hasse sie. Dieses Gerutsche, dieses unkontrollierte Dahinschlittern und hier die Bienen und Feen und die Pusche. Ich hasse Pusche. Kriege richtig volle Kanne 1 auf den Sack. Ja, ich glaube, hier im Eisscheiß werde ich das eine oder andere Leben verlieren. So, ab durch die Tür. Die Wale! Ich erinnere mich an dieses Level. Hier muss irgendwo... Da ist er. Natürlich ist er da. Natürlich. Aber hier gibt's ein Sterndal. Sterndal sei schon ein Herzerl. Ein Herzerl, dafür kriegen wir keine Münzen. Wir kriegen keine Münzen. Jetzt müssen wir aufpassen, weil ich habe noch gute Erinnerung, dass uns der Wasserstrahl schadet. Aber ich will jetzt mal kurz was probieren. Da doschten wir sie mal kurz was am Gucken. Kurz am Gucken. Bringt es was? Kriege ich jetzt noch Münzen? Ja, ich krieg sie. Können wir das öfter machen? Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Muss ich schon mal austesten? Muss ich mal austesten, ob das hier möglich ist, unter Umständen Münzen zu farmen? So. Gucken wir mal. Ja. Cheaterei. Was soll's? Ja. Gehört dazu. Hä? Ihr wisst ja, Beschiss ist es erst, wenn man erwischt wird. So. Gucken wir mal, ist das unendlich machbar? Schauen wir mal. Nein, ist nicht unendlich machbar. Jetzt sind hier Gemüse-Dingensen. Na gut. Weiter im Text. Oh, wir müssen oben rauf. Auf jeden Fall kann ich mich noch gut daran erinnern, dass dieser Wasserstrahl Schaden macht. Oder oben ist. Alter, jetzt ist er, ja, das ist Eisscheiß. Der Doschten und Eisscheiß. 2 Meter gelaufen und schon abgekackt. So, ich wollte... Nein, genau. Und schon ist der Doschten weg. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Konzentration, ne? Uiuiuiui. Ups, 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 ups. Ach, hier hätte das Ding auch nicht geschadet, glaube ich. Hier sind einige Pflänzchen. Und irgendwo wird wohl... Da ist sie. Genau, jetzt wo ich die Hälfte schon rausgerissen habe. Aber, oh, wir kriegen gar nichts mehr, weil wir schon 2-mal in einer Welt, in einer Schattenwelt, Münzen gefarmt haben. Okay, ich verstehe das Grundprinzip. Bescheißen ist nur bedingt möglich. Das Spiel möchte das nicht. Sniff it! Sniff it! Oh, jetzt mein Sterndal. Gib mir mein Sterndal. Na komm. Dim, 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 dim. Jetzt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht vor lauter Sterndal. Irgendwo. Ja, ich muss oben auf. Nein, ich muss oben auf. Ich muss oben auf. Jetzt. Hä? Warse? Hätte ich unten rum müssen? Ist das hier so ein Bonus-Dingens? Aber wir müssen aufpassen, nicht, dass wir da in die Warp-Zone kommen. Es ist durchaus möglich. Es gibt Warp-Zonen in diesem Spiel. Und ich möchte sie meiden, weil man damit einen Großteil des Spiels überspringen kann. Und das möchte ich nicht. So, mal gucken. Oh, verdammt, bin ich ein Depp. Jetzt habe ich die Tür da reingeschmissen. Und noch ein Sterndal. Und Sonic.
aber wir kriegen den Stern nicht. Ach, scheiß drauf, wir brauchen ihn nicht. Der Dosten skillt an auf. Oh, da geht's nicht hoch. So. Der Dosten skillt an auf, wir brauchen keinen. Ups, Alter. Ja, ich skill an auf. Wasch, Alter. Verdammt. Hm, so viel zu meinem Skill. Der Dosten skillt an auf und dann geht er drauf. So. Das ist die böse Birdo. Mit Feuerkugeln. Nein. Verdammt, Alter. Nein. Hab ich sie nicht getroffen und schon bin ich wieder down. Leg mich doch am Arsch. Was ist denn jetzt das? Doschen kriegt hier gerade live von Birdo die Fresse voll. Ungeil, ungeil, Leute. Ungeil, ungeil. So. Einmal, zweimal, dreimal. So. Und drauf. Bisschen mit Köpfchen Doschen. So schwer ist die nicht. Einmal, zweimal, dreimal. Und drauf. So. Und einmal, zweimal, dreimal und drauf. Und es war sie. Und ja, mehr war es nicht. Aber der Dosten hat sich wieder angestellt, wie der Hund zum Eier legen. Und unsere vier ergaunerten Münzen, die dürfen wir jetzt in One-Ups umfunktionieren. Aber es funktioniert jetzt mal. Immerhin drei Ups. Wenn sie so bleibt, Moment mal, anders positionieren. Wenn es hier so bleibt, dass ich hier jedes Mal drei Ups bekomme und auch nicht sonderlich mehr verliere, dann ist es in Ordnung. Weil wir haben 14. Oh, oh, Birdo. Wir haben 14 Leben. Ist das klug hier oder ist das. Gucken wir mal. Ja, zumindest. Genau. Münzen. Aber kein Herzerl. So, war das das Level, wo man mit Birdos Ei, genau, hier musste man mit Birdos Ei fliegen. Also Birdo nicht killen, sonst hat man ein Problem. Komm, schmeiß dein Ei. So, und wir fliegen. Wir gehen Birdo ein bisschen auf die Eier und fliegen übers Meer. Ach, ich hätte es mitnehmen sollen. Okay. Okay, okay, okay. Ja, hinterher und so, ne? Ihr wisst. Hm. Hinterher ist mir immer schlauer. Nur der Dosten nicht. So, ups. Puschel. Eispuschel. Die sind so fix, so schnell, die Jungs. Ups. Und ich rutsch hier rum. Das ist so tricksy, echt. Schnervt mich ein bisschen. So. So, so. So, so, so. Ist eigentlich nicht schwer. Eigentlich. Eigentlich ist es nicht schwer. Schwierigkeit hier ist halt einfach nur der rutschige Boden. So, zeitlich schaut noch alles gut aus. Mitnehmen oder nicht? Gucken wir mal, ob hier irgendwo was ist. Ah, hier ist nichts. Na gut. Na gut. Kein Herzcontainer von Dosten. Gar nichts. Gar nichts ist hier von Dosten. Miyamoto. Es war ja gar nicht Miyamoto, der dieses Spiel gemacht hat, oder? Bäh. Verdammt, das war dumm, Alter. Das war dumm, Dosten. Das war saudumm. Wir müssen auf dem roten Scheugoi. Auf den roten müssen wir drauf. Auf dem roten Scheugoi. So, killt mich jetzt da dieser Kasper? Nein, ich kill mich selber. Na gut. Machen wir es nochmal. Machen wir es nochmal. Also auf dem roten Scheugoi. Alter, ist das ein Arsch? Na gut, dann machen wir es halt anders. Dann machen wir es halt anders. Ja, ich erinnere mich daran. Da muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ein bisschen, ne? Ein bisschen, wo ist... Genau. Ups, ab durch die Tür. Ah, der geht sogar weiter runter. Ah, Ella Salusel. Oh, ist das hier Trixie schon wieder? Mega Trixie. Mega, mega Trixie.
So, verpisst euch, Jungs. Verpisst euch mal, ich habe hier keine Zeit zum Spielen. Boah, knapp. Knapp. So, jetzt müssen wir hier nach unten, weil das Phantom kommt. Das Phantom. Verdammtes Phantom. Das Phantom kommt. Das vermaledeite Phantom. Und macht mir das Leben schwer. Scheiß Phantom. Und diese Eispuschel? Leute, die nerven mich hier echt was weg. Komm, verpisst euch jetzt da. Ich will in die Tür. Mann. Und jetzt kommt das Phantom. Das Phantom. Wenn wir Schlüssel fallen lassen, verpisst sich das Phantom. Weil es ein bisschen ein dummes Phantom ist. Alter, sind die Puschel schnell. Leck mich am Arsch. Nur die Puschel verpissen sich nicht. So. Die sind... So, Trixie, komm, lauf, 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 lauf. Gib nicht auf, Eisscheiß. Alter. Und die Endspawnen nicht, haben mich schon wieder getroffen. Leck mich am Arsch, jetzt bin ich gleich down, oder? Leck mich am Arsch. Hardcore-mäßig, hardcore-mäßig. Und schon kommen hier wieder Bienen. Jetzt muss ich schon mal gucken, wo wir da hin müssen. Boah. Ab durch die Tür. Oh, es hört sich hier wieder nach Endboss an. Oder? Nein, kein Endboss. Nur da oben will mir ein Puschel auf den Sack. Was ist eigentlich oben drüber? Alter, das wäre jetzt fast knapp gewesen. Da ist nur Abgrund, alles klar. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Ach, der Kunde. Schon bin ich down. Der Kunde, an den kann ich mich erinnern. Der Boss ist mega tricksy. So, jetzt muss ich hier die richtige Position finden. Damit ich ihm eine genau auf Latz semmeln kann. Zweimal. Der wird jetzt da noch klein. Er teilt sich auf. In lauter kleine Hotheads. Ja, schon sind sie da, die kleinen Hotheads. Könnt ihr nach unten? Geht mal alle nach unten. Das gefällt mir nämlich nicht hier, wenn ihr nach oben kommt. Spinnt ein bisschen empfindlich und so. Ups. Verdammt. Sind sie alle auf einem Haufen und alle auf den Steinen, auf diesen Dingensen da? Verdammt. Blöde Sau. Nein. Alter, sind die schnell? Haben die einen an der Waffel oder was? Ich muss mir jetzt da irgendwie... Ja, ich muss irgendwie an so einen Stein kommen. Alter, guckt euch das an. Das ist ja unkontrollierbar. Ich glaube, ich gehe jetzt drauf. Das wäre ungeil. Jetzt kommt er hoch. Jetzt dachte ich schon. Sie versuchen es zumindest. Aber die ganzen Steine sind hier alle auf einem Haufen. So, er versucht. Er versucht. Schaut euch das an. Schaut euch das an, das Schweinderl. Versucht hier nach oben zu kommen. Gehen wir weiter rüber da. Alter, ist das Trixie. Kommt mal rüber. Kommt mal rüber, Jungs. Alter. genau. So. Verdammt. Verdammt, verdammt. Hat er mir ins Bein gepisst. Der Sack. Nicht nach unten. Nicht. Verdammt, schon wieder wurde ich getroffen hier. Der Kunde ist Trixie. Hab ich dir schon mal gesagt? Alter. Der ist so mega Trixie. Verdammt, er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen. Obwohl ich hier Dingens mache hier zwischen links und rechts und so, ihr wisst, oder durch den Screen, hops. Ist es nicht möglich, das Ding zu nehmen und zu schweben? Auf dem NES, also im Super Mario Bros. 2 war das möglich. Das weiß ich nämlich noch. Na gut, müssen wir es anders lösen? Müssen wir den Kunden hier anders killen? Das kommt dann immer hoch, hä? Einmal. Zweimal. Verdammt!
Mann, oh Mann. Macht mich hier fertig, der Hund. Aber volle Knorke, ey. Komm her, komm hoch jetzt. Nicht getroffen. Alter. Aufpassen. Aufpassen. Geh bloß weg, Alter. Oh, verdammt. Ich wollte schmeißen, hat nicht geschmissen. Hat nur fallen lassen. Wieder? Schmeißt ihn nicht? Die blöde Prinzessin, der diese bezaubernde Genie. Bezaubernde Genie. Doschen beim Abkacken beim vierten Endboss. Na gut. Einmal. Wisst ihr, was ich mache? Ich probiere es mal was aus. Ich hol mir die Dingensen nach oben. Guck, ob das was bringt. Gucken wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So auf jeden Fall nicht. Komm mal hoch, Junge. Zweimal. Ups. So. Verdammt. Wurde ich schon wieder getroffen hier. Hat er mich gebasht. Geh weg. Geh weg. Überall hingeschmissen, bloß nicht da, wo der Endboss ist. Stelle ich mich ein bisschen dumm an. So. Jetzt ist er kleine. Oh, jetzt kommen sie von oben. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, er fällt runter. Komm, fall du auch runter. Komm, fall runter, Junge. Jawohl. Dankeschön. So. Jetzt müssten wir ja eigentlich nur... Ha! Verdammt. Verdammt. So wird es nix. Alter, die sind zu zweit. Sind die hier mega schnell? Geschafft, Alter, geschafft. Welch Glück, wir haben es geschafft. Ich musste kämpfen. Oh, verdammt. Ich musste kämpfen. Aber ich habe es geschafft. Drei Ups, sehr schön. Okay, Leute, ein Part, eine Welt. Wir haben nur den ersten Part, Welt 1 und 2, geschafft. Ab Welt 3 hat es nicht mehr gereicht, beziehungsweise hat die Partlänge nicht mehr gereicht, um eine komplette Welt oder mehr als eine Welt zu machen. Ihr wisst, was ich sagen will. Jo, das heißt, wir haben noch drei Welten vor uns. Welt 5, Welt 6 und Welt 7. Wird es wohl noch drei Parts geben. Ob ich im letzten Endboss-Kampf länger brauche als in normalen Endboss-Kämpfen. Mal länger wie der, glaube ich, wird es auch nicht dauern. Den berühmt-berüchtigten Wart 1 auf den Sack zu hauen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und Servusle. Bis zum nächsten Mal. Euer Doschten.